Leute, what's up? Moonboon hier. Herzlich willkommen zu einem weiteren World of Warcraft Shadowlands Beta Video. Heute möchte ich euch über meinen ersten Eindruck sprechen von Torghast. Torghast, das Endlos-Dungeon, der Turm der Verdammten, ein neues Feature, ne, in der kommenden WoW-Expansion Shadowlands. Torghast ist ein Kernfeature von der neuen Expansion. So wie es von BFA die Inselexpedition waren oder auch die Warfront. Wird Torghast das neue Expansion-Feature von Shadowlands. Torghast wird essentiell für den Fortschritt des Charakters. Denn man findet darin Materialien, Rezepte für Legendaries, die man dann craften kann. Man findet sogar den Runenschmied selber, zumindest in der Beta, in Torghast, im Turm. Ich glaube, das wird auch so bleiben. Wie gesagt, es ist alles Beta, es ist alles ein erster Eindruck. Und zu meinem Unglück konnte ich Torghast erst in der Beta spielen und nicht in der Alpha. Denn in der Alpha konnte man Torghast schon weiter ausprobieren als Stufe 6. In der Beta bis jetzt ging das leider noch nicht. Das heißt, mein Eindruck beschränkt sich auf die ersten 6 Level und das ist absolut nicht viel, das ist mir bewusst, aber es reicht durchaus für einen ersten Eindruck. Ich möchte mit euch darüber sprechen, was mir gefällt, was mir nicht gefällt und dann möchte ich eure Meinung hören in den Kommentaren, was ihr bis jetzt gesehen oder ausprobiert habt, wenn ihr die Beta habt. Was gefällt mir? Ich bin ein großer Freund von Roguelike-Spielen am Computer. Sowas wie FTL, Binding of Isaac, Everspace. Spiele, bei denen man immer einen neuen Run startet, versucht, so weit wie möglich zu kommen, zwischendurch Upgrades erhält, aber wenn man stirbt, muss man wieder von vorne anfangen. Und genau so etwas hat Blizzard mit Torghast eingebaut in World of Warcraft. Es kann also quasi nicht besser werden. Ich freue mich sehr, sehr, sehr auf dieses Feature, wenn es denn gut wird. Was gefällt mir weiterhin? Die Ästhetik. Ich finde, es sieht sehr, sehr aus wie die Eiskronen-Zitadelle, wie ICC. Und es kommt auch nicht von ungefähr, denn ICC und Torghast, wenn man sich diesen Shadowlands-Trailer anguckt oder auch die Wallpaper, die stehen sich so gegenüber, ne? Die Eiskronen-Zitadelle in der Welt der Lebenden, Torghast, der Turm der Verdammten, in den Schattenlanden. Daher auch ähnliche Architektur, Texturen und man bekommt einfach so dieses ICC-Feeling so ein bisschen, ne? Was gefällt mir noch? Man kann es alleine machen als Challenge für sich selber oder man kann eben Freunde mit reinnehmen und demnach wird das Dungeon dann skaliert. Finde ich eine sehr, sehr gute Lösung. Dann kann man mal zu zweit rein, man kann aber auch mal tryharden mit einer 4er-5er-Gruppe oder man kann wirklich für sich selber, wie weit komme ich, so Magierturm-Challenge-Legion-mäßig, ne? Man kann einfach da mal gucken, wie weit komme ich alleine. Das werde ich wahrscheinlich machen, weil das macht mir dann schon Spaß, muss ich sagen. Zu Torghast an sich. Ich glaube, Blizzard möchte, dass es eine spaßige Erfahrung wird. Ich glaube, es ist was, was man nicht ganz so ernst nehmen sollte, wie es viele jetzt schon wieder tun. Man bekommt immer verschiedene Fähigkeiten zur Auswahl, pro Level viele, viele Male. Ne? Man kann sie bei Händler kann man solche Auswahl kaufen, Auswahlmöglichkeiten. Man kann sie finden in Pots, man kann sie finden, wenn Gegner sterben und es droppen. Und man hat immer die Auswahlmöglichkeiten, verschiedene Fähigkeiten seiner Klasse zu verbessern, zu verändern oder einfach seine Sekundärstats zu erhöhen. Manche sind besser als andere, man kann seinen eigenen Weg gehen, ne? Man kann immer auswählen, was man möchte. Man sammelt quasi diese Boni von Anfang an im Torghast-Run bis am Ende. Was ich auch gut finde, ist, dass es kein Zeitlimit gibt. Man steht also nicht unter Druck, sondern man kann spielen, wie man möchte. Allerdings hat man ein Limit von Toten. Wenn man 5 Tode gestorben ist, so war es bei mir jetzt in der Beta, dann ist man raus. Dann wird man gefressen von Tarargue oder wie auch immer der heißt, Taragrue. Keine Ahnung. Irgend so ein Riesenviech kommt und frisst dich und du bist raus aus dem Team. Ich habe es mit Paladin gemacht, das hat sich ganz lustig gestaltet. Ich habe aber auch bei anderen Streamern gesehen, einen Run von einem Mönch. Da war es sehr lustig, dass der Mönch hat ja die Fähigkeit Rollen und die konnte er verbessern, dass die Schaden zufügt. Das heißt, er ist einfach wie eine Bowlingkugel, ist er durch die Gegner durchgerollt, ne? Immer wenn es auf Cooldown war und hat sack viel Damage gemacht. Also Blizzard hat schon sich lustige Sachen einfallen lassen, damit es nicht langweilig wird. Die Frage ist natürlich auf Dauer. Wenn man da immer rein muss, weil Gameplay-Elemente dran gebunden sind,
Wird es dann noch so viel Spaß machen, wie wenn man einfach reingeht, weil man eine gute Erfahrung haben will, weil man sich selber herausfordern will, um zu gucken, wie weit kann ich es schaffen? Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Das ist so der Negativaspekt. Die Legendaries in Shadowlands sind so ein wichtiger Punkt, den Blizzard sich genau überlegt hat, wie sie es machen wollen, dass es nicht ein Fiasko wird wie in Legion, dass es aber trotzdem was Besonderes bleibt, dass es nicht so glücksbedingt ist, ne, sondern dass man sich Sachen erfarmen, sogar teilweise auch craften kann, ne, was da alles mit reinfließt in das Legendary-System. Und man muss dafür auf jeden Fall in Torghast rein, zumindest einmal die Woche. Ist jetzt halt die Frage, wird man schon bald nach 3-4 Wochen den Torghast-Hangover haben und keinen Bock mehr? Oder wird das Ganze so spaßig sein, dass man wirklich immer wieder gerne reingeht, über die ganze Expansion hinweg? Es ist schwer vorauszusagen. Ich bin ein bisschen kritisch, skeptisch eingestellt im Ganzen gegenüber. Aber da würde ich auch gerne eure Meinung wissen. So, für mich ein erster Eindruck, ich will jetzt auch gar nicht viel weiterreden, ne? Ich habe euch so ein bisschen Gameplay im Hintergrund. Ich will gar nicht viel weiterreden. Für mich mein erster Eindruck, es ist gut. Es ist gut. Es hat mir Spaß gemacht. Ich würde gerne mehr davon machen. Leider geht es gerade nicht in der Beta, weil die 60er wurden gewiped. Man muss jetzt hochleveln von 50 auf 60, um diese Max-Level-Features wieder spielen zu können. Da bin ich dran, aber ich bin erst 51 zum aktuellen Zeitpunkt. Und ich weiß auch nicht, ob ich das überhaupt mache, weil ich will mir die Gebiete eigentlich aufheben, für wenn das Spiel rauskommt. Ich will mich nicht jetzt schon spoilern mit der ganzen Story. Von daher kann ich euch nicht versprechen, dass wir überhaupt nochmal einen Einblick kriegen in Torghast. Zumindest nicht auf meinem Kanal. Außer man kann sich wieder Level 60er Vorlagen machen. Dann bin ich sofort dabei. Was ich im Internet gelesen hatte vom Alpha-Test, da ging es nämlich weiter als Level 6. Da ging das Ganze bis Level 72. Was aber auch nicht endlos ist. Also ich hätte mir gewünscht, dass es wirklich ein endlos Dungeon wird. Ne? Die Räume werden zwar immer verändert, mit die Fallen, die es gibt, werden immer verändert. Ich habe zum Beispiel so ein Schwingbeil gesehen. Ich habe Stacheln gesehen, die aus dem Boden kommen und einen aufspießen. Die Räume werden verändert, Gegner so ein bisschen. Ne? Es ist so ein so random generated endlos Dungeon. Aber 72 Level ist auch nicht besonders viel. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe, dass es weitergeht. Man hat vergleichbare Dungeons, endlos Dungeons, in Final Fantasy 14 zum Beispiel. Jemand im Twitch-Chat hat auch geschrieben in Guild Wars 2. Das habe ich allerdings nie gespielt, deshalb kann ich das nicht bestätigen. Aber ich weiß, die in Final Fantasy 14, die haben ja sehr viel Spaß gemacht. Ne? Himmelssäule und Palast der Toten. Da habe ich zwar, bin ich nicht sehr tief gegangen oder beziehungsweise auch nicht sehr hoch, ne? Weil beim einen geht man nach unten, beim anderen geht man nach oben. Aber die haben ja jedenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht. Die haben richtig gutes Gameplay geboten, richtig gute Abwechslung. In Final Fantasy kann man damit auch leveln. Das ist bisher mit Torghast nicht so. Das haben Spieler schon angefragt bei Blizzard. Aber ich denke mal nicht, dass sie das reinmachen. Weil leveln, denke ich, will Blizzard schon, dass man das so durch die Gebiete macht. Ne? Dafür haben sie extra wieder schön designt. Mucho bene. Aber ja, wir werden sehen. Was ist eure Meinung zu Torghast? Denkt ihr, wir werden schnell einen Burnout haben? Denkt ihr, es wird Spaß machen über längere Zeit? Was habt ihr so gesehen schon aus der Beta? Was habt ihr ausprobiert in der Beta, in der Alpha? Welche Klassen, denkt ihr, werden am lustigsten zu spielen sein in Torghast mit veränderten Fähigkeiten? Haut alles unten in die Kommentare und gebt mir euren ersten Eindruck zu meinem ersten Eindruck. Vielen Dank fürs Reinschauen. Ich bin der Muni und ich bin raus. Ciao, ciao.